Thematik heute, liebe Leute. Ex zurückgewinnen, Ex zurück. Ich habe Schluss gemacht. Ich bin hier der, der es gewesen ist, der sie verlassen hat. Ich habe die Trennung ausgesprochen und will jetzt meinen Ex zurück, meine Ex-Freundin hier wieder zurückgewinnen. Und willkommen zu einer weiteren oder zu einer schneeverriegelten Folge hier auf unserem Channel. Ich habe es gerade im Intro anläuten lassen. Hier Tipps, Ticks, Tricks, Cheats, Hinweise mal zu der Situation, zu einem grundsätzlich natürlich auch, wenn man hier jetzt praktisch vor einigen Wochen, vor Monaten oder vielleicht vor ein paar Jahren nochmal die Ex-Freundin verlassen hat, der über den Weg läuft und die ganz einfach einmal wieder haben will. In den meisten Fällen ist es natürlich dann so, dass der Ex dann ganz einfach nicht mehr möchte in so einer speziellen Fragekonstellation. Ja, spezielle Fragekonstellation. Wir gehen auch hier wieder wie üblich, wie gehabt in unserer Sendung mit der Couchfolge oder eben in dieser Unterwegsfolge auch in diese Richtung hinein, hier an einem lebenden Beispiel, an einem lebenden Exemplar sozusagen hier Beispiele hier aufzuzeigen, so allgemeingültige Sachen ganz einfach. Und da hat uns zu dem Video, zu dem Ex-Zurück-Video Kontakt mit Ex bei Corona-Lockdown, die Fortsetzung vom ersten Teil, den zweiten Teil also sozusagen, der Valentino eine Zuschrift, einen Kommentar hinterlassen. Ich lasse es einmal hier einblenden. Und Valentino schreibt dir wie immer ein sehr, sehr hilfreiches Video. Danke dir, Metin, und danke an das Funkcar-Team. Ihr macht eine super Arbeit. Ich freue mich ständig auf neue Videos von Metin. Zudem auch schön zu sehen, wie langsam, aber sicher der Kanal mit der Zeit wächst und wächst. Vielen lieben Dank an dieser Stelle auch, und das wird auch in dem Tempo so bleiben, weil nicht, weil spätestens dann, wenn das Ex zurück los ist, dann wird ganz einfach der Kanal deabonniert. Das ist aber normal in den meisten Fällen. Aber vielen Dank einmal auch an die Treue und all die Fans, die seit Jahren schon dabei sind, an dieser Stelle gleich einmal. Weiter hier bei dir im Text. Ich hoffe, Metin oder einer aus deinem Team kann mir vielleicht eine Frage beantworten, die sich mir seit einiger Zeit gestellt hat. Wenn man so viele Videos von diesem Kanal gesehen hat, wie funktioniert das eigentlich alles, wenn man seinen Ex-Partner verlassen hat und sie oder ihn zurückgewinnen möchte? Was muss man beachten, beziehungsweise wie sollte man da vorgehen? Wäre cool, wenn es zumal vielleicht mal in Zukunft das ein oder andere Video geben würde, dass man ein paar Tipps, Tricks oder Cheats ein guter Zuseher und Zuhörer zeigen könnte, wie man den Ex-Partner zurückgewinnt als der oder diejenige, die jemanden verlassen hat. Ja, da hast du auch schon, habe ich gesehen, kurze Zeit darauf auch Zuschriften von Vladi Brownie. Würde mich tatsächlich auch interessieren. Lass ich mal kurz einblenden hier an euch Jungs. Es ist schon ein paar Mal angefragt worden, auch via E-Mail hier. Es sind auch so Coachings in dieser Richtung. Ich habe sogar, glaube ich, aktuell sogar eines, aber von, ich glaube mal aktuell gerade 29, 30, 31, muss ich lassen, am Laufen. Eines. Grundsätzlich einmal, schau her. Ist es so, das, was du da hier beschreibst, das nennen wir hier drinnen bei uns einen 8%er. Was gilt es dabei zu verstehen? Die Mechanik hier und die Grunddynamik ist was völlig anderes. Fangen wir bei unserem grundsätzlich an. Wer mich kennt, kennt mein grundsätzlich, und arbeiten uns dann weiter Schritt für Schritt, Punkt für Punkt mal vor mit Tipps, Tricks, Hinweisen auch hier dazu zu diesem Fall, zur Konstellation auch dieser Art. Von den Rahmenbedingungen her, wir wissen ja, die Absa, von der Verführungskunst her bleibt das, ja, du, bleib mal hier, Mensch. Alt, pardon. Von den Rahmenbedingungen bleibt es ja gleich. Weil Mutter Naturs Gesetze, die bleiben ja auch gleich hier, wissen wir ja schon alles, aber die Kernbedingungen sind immer völlig unterschiedlich. Und hier haben wir massive Kernbedingungen und auch einen Einschnitt in die Rahmenbedingungen. Das ist hier anders, deswegen 8%. 8% deswegen, weil von 100 Leuten sind immer so 7, 8, 9 Stück dabei, die in so einer Konstellation hier auf mich zukommen. Und was gilt es bei Ex zurück unter der Konstellation zu beachten, wenn man hier selber hier Schluss gemacht hat? Grundsätzlich habe ich es gerade gesagt. Also schau her, bei den, ich werde es mal vergleichen hier mit so einem Flugzeugstart, okay? Und mit so einer Reise in einem Flugzeug. In den meisten Fällen, normalerweise, ich definiere jetzt hier normal mal als die über 90% der Fälle, hast du es ganz einfach so.
In über 90% der Fälle ist natürlich dieser massive Attraction Loss da. Also dieses Attraktivität, Vertrauen ist, Vertrauen soll ich schon, stopp, steif Vertrauen, Attraktivität, sexuelle Anziehung, Attraction hier. Das ist halt weg im Laufe der Zeit. Das ist halt ganz einfach weg. So. Naja, das heißt ganz einfach, es hat natürlich Verhaltensweisen dazu beigetragen, aber das ist eine andere Geschichte, kann man sich in meinen anderen Videos alles ansehen. Warum, wieso, weshalb? Auf jeden Fall ist es so, bei diesen 8% dann da, also wie in diesem Fall hier, nicht. Das ist das Problem. Du hast immer so diesen Attraction Loss, in den meisten Fällen, in über 90% der Fälle, ist der Attraktivitätsverlust. Sie kann jetzt, sie weiß nicht mehr, wie ihre Gefühle so sind, sie liebt einen nicht mehr so, ich kann dir das nicht mehr geben und so weiter, bla bla bla. So, aber diese Affection, diese Zuwendung und so weiter aus diesen, ich habe es in der allerersten Ex-Drückerei, in der alten habe ich das zum allerersten Mal öffentlich publiziert. Ja. Da habe ich das gesagt, das ist das Haus der Beziehung, aus diesen beiden Dächern bestehen, Attraction und Affection. Und Affection ist brand wichtig, ohne die geht's auch nicht. Das ist die Situation. Und auch der Trennungsmechanismus, der Komplex ist dann völlig anderer. Und jetzt musst du gucken, schau ja, in den meisten Fällen, wie gesagt, da bricht erst die Attraction weg, die geht im Laufe der Zeit oder mal weniger schnell, mal schneller, geht die vorüber. Aber diese Affection ist immer noch sehr stark da, was immer noch so eine starke emotionale oder mehr oder weniger starke emotionale Beziehung zu haben hat. Da ist ja noch dieses Vertrauen da. Man weiß ja auch irgendwo, hey, du, dein Ex, ich habe den gestern gesehen, der sah ziemlich scheiße aus. Ich glaube, der will immer noch was von dir, oder? Und dann nicken sie dann schon meistens zu den Exen. Ich denke auch. Was? Das Vertrauen, dass man immer noch von einem was will, dass dieser Ex von dir bestimmt nichts Böses möchte und so weiter, das ist halt immer noch da, auch wenn er sich manchmal ausholt, auch wenn er nachts um 2 Uhr besoffen anruft und dich dann irgendwie sogar beschimpft, obwohl er sich dann 5 Stunden später wieder entschuldigt, kennt man doch alles, wie Exen austicken, wenn es erst einmal Schluss ist. Auf jeden Fall ist es da so, dass da diese Attraktivität weg ist und dann so diese Affection, also die Zuwendung, dieses Vertrauen, nach und nach und nach immer weiter abnimmt. Bis gar keine emotionale Bindung mehr da ist. Und dann kannst du Ex zurück sowieso vergessen. Und bei Fällen dieser Art, da läuft das, wie gesagt, mit unserer Flugzeugreise. Du startest halt hier los von dieser Basis, gehst da mal so auf Reisehöhe und so nach 3, 4, 2, 3, je fragst du auf alle unterschiedliche Ausnahmen, bestätigen auch immer die Regeln, nicht vergessen, 2, 3, 4 Wochen. Da stellt sich das dann schon, macht sich das schon bemerkbar, wenn du so diese ersten indirekten, diese ersten direkten Impulse, also Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast, in welche Richtung das ist, ganz einfach läuft. Und nicht selten kommt es natürlich dann auch nochmal vor, dass nach spätestens 3, 4, 5 Wochen nochmal, so wenn man so die ersten direkten Impulse gesehen, die ersten Direktkontakt und so weiter da war, ob es nicht vielleicht dann mal besser wäre, sich mal eine Zukunft ohne diesen Menschen dann ganz einfach mal zu unterhalten. Das hast du auch. Jo, wo es ganz einfach primär dann nur noch um das Loslassen geht. Das ist die Situation da. Weil du kannst dich mehr Attraction aus dem rausholen, als drin ist. Das ist die Situation. So, und jetzt pass auf. Dann ist es dann ganz einfach das so, dann landet der Flieger entweder sanft auf der Landebahn und man ist wieder mit dem Ex zusammen oder bereitet den Flieger auf eine Notlandung vor und auf ein Leben, wo es ganz einfach ohne die weitergeht. Bei diesen 8% dann allerdings nicht. Bei diesen 8% dann ist es so, das ist nicht wie diese Flugzeugreise hier in unserer Metapher jetzt mal dargestellt. Bei diesen 8% dann sieht Ex zurück folgendes mal aus. Wir sind immer noch bei unserem grundsätzlich. Da sieht das folgendermaßen aus, Meister. Bei diesen 8% dann schaut das so aus, dass du ab einem gewissen Punkt, das ist wie wenn du in eine Bank unten im Keller in den Tresorraum einfach einbrichst. Bam, und da diesen Tresor da aufhebeln willst. Wenn du diesen verdammten Tresor geknackt hast, dann ist der Rest ein Kinderspiel. Dann ist, wenn du diesen Punkt, diesen Kipppunkt nenne ich den, diesen Ex-Point, wenn du den geschafft hast, wenn du das erreicht hast, dir, da ist Ex zurück, kein Kinderspiel. Es dauert dann auch nicht mehr lange, so 2, 3, 4 Wochen, da findet dann schon wieder sexueller Intercourse statt, dann ist das wieder da, das wieder da. Nee, das ist okay. Das passt dann. Das Problem bei diesen 8% dann ist, erst einmal hinkommen ins Mittelmeer, Meister. Erst einmal hinkommen. Da könnte man militärhistorisches Beispiel vielleicht nehmen aus dem Zweiten Weltkrieg noch, wenn so ein deutsches U-Boot versucht hat, vom Atlantik ins Mittelmeer zu kommen. Gibraltar. 10 Kilometer von Küste zu Küste. Bewacherketten englischer Kampfschiffe. Da erst einmal durchkommen ins Besinde. Erst einmal durchkommen. Erst einmal an diesen Punkt dahin kommen, um wieder zu uns zu kehren, von der Metapher mal weg. Das ist das Problem. Das ist wahnsinnig schwierig. Problem auch wie so oft. Diese ganzen Fehlinformationen im Internet. Deswegen ist dieses Video auch hier in der Reihe 20 hier. Ich blende hier da irgendwo mal ein.
Da habe ich die Reihe 20 ans Leben gerufen, um diesem ganz einfach mal ein Ende zu machen oder zumindest da entgegenzuwirken. Um da mal zu zeigen, hier, das, was ihr da an Infos kriegt, ist eigentlich komplett falsch. Zu diesem Video hier, ich werde es hier gleich mal einblenden, ist in der Produktion auch schon eins, wo es genau um solche Sachen hier geht. Ich will wieder an den Ex zurück, woran muss ich ganz einfach beachten, wenn ich selber Schluss gemacht habe. Und da zeigen wir auch, da werden wir auch in der Reihe 20 auf zwei Separator zu sprechen kommen, wo der eine mehr, der andere gar nicht recht hat mit dem, was er ganz einfach sagt. Da wird ganz einfach so behauptet, du seist in der Bringschuld, bla bla bla. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist viel zu verallgemeinert. Man sollte eine gelockerte Kontaktsperre angehen, was immer das so heißen mag. Diese Verkaufsargumente, die zerlegen wir dann in den übrigen Videos. Das ist nicht so das Problem. Was ist auf jeden Fall Fakt, das ist das. Die meisten Menschen durch dieses, wie 80% in allen Videos, beziehungsweise in allen Fällen auch, nicht in allen Videos. Ich habe es in diesem Video damals in der neuen Playlist, in der neuen Ex-Zurück-Reihe gesagt, warum so viele Strategien so masslos scheitern ist, dass ganz besonders in solchen Fällen hier so unglaubliche Fehlinformationen darüber passen. Und in den meisten Fällen, ob Fehlinformationen oder nicht, muss davon ausgehen, machen die Leute das hier falsch. Das ist hauptsächlich bei Fremdgehen so, aber auch hier. Da ist es auch immer wieder, dass da hier diese RMD-Taktik, diese Romeo-Mastei-Nummer hochgefahren wird. Und ich habe es in diesem Video schon gedacht, unbedingt ansehen, Link oben in der Beschreibung, unten in der Infobox, wie alles andere auch. Aber zum Ende des Videos hängen wir es euch gerne wie gehabt mit dran, hängen wir euch auch Videos dazu noch mit dran, die hier aufschlussreich da sind und Antworten auf viele, viele Fragen natürlich, die von uns hier unterstützend helfen sollen, wenn man seine Ex hier zurückerobern möchte, hier mit kostenlosen Tipps, Tricks, Cheats, Hinweisen ganz einfach darauf. Weil es ist schon sehr, sehr viel vollbracht. Ich sag da ganz ehrlich, ein Generalplan für Ex zurück wirst du nirgends zu kriegen. Auch nicht in deinem Fall, mein lieber Freund. Aber Fakt ist auf jeden Fall das, dass du schon sehr, sehr viel erreicht hast, wenn du aufhörst, das Falsche zu tun. Oder gar nicht erst mit was Falschen anfängst. Du musst ja nur mal überlegen, um hier mal ganz kurz nochmal von erstens hier auf das Grundsätzlich nochmal zurückzugehen. Deine Ex-Freundin oder dein Ex-Freund ab dem Alter 23, 24, 25 Jahre aufwärts. Wir leben heute im Jahr 2020, kommen jetzt 2021 an. Hä? Da hat der mindestens selber schon einmal im Leben irgendwann mal nachgegoogelt hier, weil er mal Liebeskummer hatte, weil er mal schlecht drauf war, weil er Ex zurück und so weiter, dass der Trennung rückgängig machen, diese typischen Schlagworte auf Google, das hat er bestimmt schon mal. Der hat schon mal von Kontaktsperre was gelesen oder von einem Brief an den Ex, unbedingt ansehen, brandwichtiges Material. Ich komme zweitens in diesem Video gleich noch drauf zu sprechen, was die direkte taktische Vorgehensweise da betrifft. Das hat dein Ex schon mal irgendwo gesehen. Das hat er irgendwie mal mitbekommen von Freundinnen oder Bekannten. Hey du, ich habe da was gesehen hier auf Internet. Schau mal, also da heißt es mit Vorsicht zu und das im Hinterkopf behalten auf jeden Fall. Dein Ex könnte Bescheid wissen über das, was du vormachst. Und wenn du dann hier auf Try Hard hier so machst, Link oben, schon unten oder hier ganz einfach Substanzlosigkeit an den Tag legst, blende ich auch nochmal gerne hier ein. Link oben in der Infobox, unten in der Beschreibung oder zum Ende des Videos hängen wir es dann. Da hast du natürlich komplett verloren. Das ist natürlich kacke, auch was diese Konkurrenztests und all diese anderen Sachen angeht. Also, Fakt ist auf jeden Fall schon mal das. Und wieder hier auf erstes zurückzukommen, die Vorgehensweise. Diese Romeo-Mastei-Nummern, die gilt es zu vermeiden. Und jetzt hier dieses Problem. Nirgendwo ist es so einzelfallabhängig wie bei diesen Geschichten. Ich habe mit meiner Ex zurückgeschluss gemacht und ich will sie jetzt wieder zurückhaben. Ich habe gesagt, Brief an den Ex ist absolut scheiß Plätze, gerne hier nochmal ein hier. Weil da sind immer so Internetvorlagen werden da meistens benutzt oder abkopiert oder Tipps verteilt in irgendwelchen Foren und da werden so Elemente aus dem Brief genommen, das ist ganz einfach nicht gut. Generell ist Brief wahrscheinlich nicht gut, weil es ganz einfach dieses persönliche Investment ganz einfach zu hoch ist. Einzige Ausnahme, du schreibst den Brief ganz anders, so wie ich es mache. Aber ich schreibe einen Brief an den Ex oder an die Ex. In diesem Jahr habe ich nur zwei rausgehauen. Dreimal im Jahr maximal. Und da brauche ich den auch. In Fällen dieser Art würde ich es schon fast empfehlen, aber ich kann dir nicht sagen, wie mein Brief aussieht, sage ich dir ganz ehrlich, weil der wird sonst im Internet dupliziert und abkopiert. Was heißt mein Brief? Jeder Brief ist da auch ein bisschen anders, aber die Mechanik ist eine andere. Weil ich schreibe den Brief, so viel kann ich verraten, in einer dritten Person. Und das ist kein Mensch. Da werden jetzt einige lächeln und lachen und denken, die schon mal, für die ich schon mal gearbeitet habe, die mich schon mal beauftragt haben, wo ich so mal einen Brief verfasst habe. Die wissen schon ganz genau, wovon ich dann rede. Ja, aber Fakt ist das,
Ich würde auf jeden Fall ihr wissen lassen, dass du das von damals, ihn oder sie wissen lassen, dass du diese Entscheidung ganz einfach schon bereut hast. Ich würde das allerdings nicht ins Aktuelle ziehen, um jetzt hier gleich mal auf den nächsten Tipp ganz einfach zu kommen. So oder so, in 80-90% der Fällen, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, das ist nur ein reines Basic-Video hier, würde ich den anderen auf die ein oder andere Art und Weise wissen lassen, dass man irgendwann einmal nach dieser Trennung einen Zeitpunkt in seinem Leben erreicht hatte, wo man diese Trennung schon lange bereut hatte. Wo man ganz gerne mal wieder angerufen hätte, gerne was gesagt hätte, aber man genau gewusst hat, dass der andere ganz einfach nichts mehr von einem wissen will und da nicht belästigend ganz einfach sein wollte. Das gilt es auf jeden Fall zu wissen. Hier jetzt aber dann wiederum, das ist halt einzelfallabhängig. Weil, wenn du jetzt Schluss gemacht hast, weil dein Ex-Freund mit dir ganz einfach nicht mehr klargekommen ist, das ist ein ganz anderes Schlussmachen, als wenn du Schluss gemacht hast, weil dein Ex-Freund dich beschissen hat. Das sind unterschiedliche Paar Schiefel, verstehst du? Du brauchst immer eine andere Vorgehensweise. Und gerade hier, Brief schreiben, Nachricht, Direktaustausch, das ist brandwichtig, wenn die Trennung erst nach 3, 4, 5 Tagen war. Hör auf mit diesem Kontaktsperrscheiße da. Brauchst du nicht. Brauchst du gar nicht. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Weil dann bist du der Arsch. Weil da ist ja immer noch diese die Attraction ist ja schon mal da, die Affection ist halt dermaßen demoliert. Und da gilt es natürlich, diese Affection-Aufbau innerhalb der Beziehung wieder aufzubauen. Hingegen du die Trennung schon vor 3, 4 Wochen ausgesprochen hast, da wirst du schon fast nicht anders drum rumkommen, Meister, da so eine mindestens so eine 3, 4, 5-wöchige KS einzulegen. Das will ich tun. Aber Exen melden sich, Exen stalken und melden sich früher oder später immer, auf die eine oder andere Weise. In Fällen wie dieser, wo du Schluss gemacht hast und immer wieder diese Trennung betont hast, dein Ex gebettelt hat und das nicht wollte und so weiter und so fort, ist sehr stark davon auszugehen, dass vom Bekanntenkreis irgendwas kommt. Du kannst abends, du kannst ja mal so einen Voyager-Break machen, das kannst du auch mal machen. Das klingt jetzt echt ein bisschen heftig und hardcore, ja. Aber das ist ein heftiger Beta-Backslide auch. Aber dafür, ich würde das ohne Anleitung wesentlich machen. Aber ich würde es halt einmal zur Sondierung erst einmal probieren. Du kannst dir schon mitten in der Nacht um 23.30 Uhr sowas kannst du schon mal schreiben. Ey, du, grüß dich, hallo. Ich weiß, das kommt jetzt in der zweiten, es sind drei Wellen. Erste Welle, grüß dich, hallo. Zweite Nachricht hinterher schreiben. Ich weiß, das kommt jetzt sehr überraschend. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gleich dritte Nachricht hinterher. Aber ich bräuchte mal bitte deine Hilfe. Das hast du raus. Und das lasst du erstmal stehen. Und ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann kommt es halt darauf an, ob der das gelesen hat oder ob sie es nicht gelesen hat. Egal, ob da die Antwort kommt oder nicht, du wirst diese Nachricht, beziehungsweise wenn da keine Antwort kommt, aber sie hat es gelesen oder er, dann wirst du es auf jeden Fall sofort wieder löschen. Du wirst es löschen, ohne Scheiß. Ich weiß, es ist jetzt ein Beta-Backster. Es geht doch, es ist absolut unattraktiv, das stimmt doch gar nicht mehr mit dem. Ich weiß, es dient dir erst einmal nur zur Sondierung. Du wirst diese Nachrichten löschen. Frag nicht warum, tu es einfach. Und dann wirst du auf ein Feedback auf jeden Fall warten. Umgekehrt verhält es sich natürlich, wenn der diese Nachrichten dann schon gelesen hat, dann brauchst du sie, beziehungsweise darauf dann reagiert hat, geantwortet hat. Dann brauchst du natürlich diese Textnachrichten nicht mehr löschen, das ist na klar. Sobald der irgendwie geantwortet hat, hey, klar, sicher, was ist denn los, das brauchst du. Dann wirst du auf jeden Fall als Antwort dann schreiben, du, das hat sich gerade erledigt, aber trotzdem vielen lieben Dank und das war's. Kannst du noch schreiben, ey, danke, dass du nachgefragt hast, vielen lieben Dank, aber das hat sich gerade eben erst erledigt. Das war nicht so wichtig. Das kannst du im späteren Verlauf, kannst du dann auch noch sagen, du, das war nicht so wichtig, ich hatte Probleme da und ich musste mal mit jemandem reden und ich habe mal ganz einfach gedacht, du wärst da ein guter Partner gewesen, aber dann habe ich mir gedacht, besser nicht, nach dem, was vorgefallen ist. Und dann kannst du das ja einbauen, dass dir mal eine Zeit vorher da war, in der du es furchtbar bereut hast, wo du da mit ihm zusammengekommen bist, wo du dich da von ihm getrennt hast oder von ihr getrennt hast, da kannst du das auf jeden Fall machen. Wir werden in den Folgevideos dazu, wo wir diese Berater da uns ein bisschen näher ansehen und ihre Modelle dazu, da werden wir dann noch weitere Infos dazu geben und näher was dazu auf jeden Fall eingehen. Das kannst du auf jeden Fall, das war erstens, zweitens Direktkontakt und das kannst du auf jeden Fall tun. Wobei wir allerdings hier zum vierten Punkt kommen. Ich sag da jetzt mal ganz ehrlich was und da meine ich jetzt speziell euch beide hier. Valentino und wie hieß der andere? Crack. Ja genau, Vladi. Vladi Brownie. Finde ich übrigens witzig den Namen. Damit meine ich ganz besonders. Warum wollt ihr das? Warum wollt ihr das? Darum hau ich in dieser Reihe, wie gesagt, noch ein Video daraus. Ich blende es hier gerne da nochmal ein, wo es jetzt speziell hier um diese Weihnachtsthematik geht.
Ich kriege jetzt in letzter Zeit wahnsinnig viel Post, besonders in der Vorweihnachtszeit, wo die Leute unbedingt wollen, unbedingt wieder mit dem Ex wieder zusammen sein wollen. In umgekehrter Abfolge hast du es übrigens auch und das kann unter Umständen für diese Betroffenen sehr tödlich sein. Es gab ja schließlich Gründe, warum du dich damals getrennt hast. Und ich meine, wenn du sowieso so ein emotionales Problem hast, ja, dich mit einem Menschen lange zu binden und dann Schluss machst und den damit verletzt und ihm wehtust. Ich meine, ich will dir jetzt damit nicht zu nahe treten, verstehe mich nicht falsch. Aber sei mir da nicht böse, aber ich lehne viele Fälle dieser Art, wenn ich hier Coaching anfrage, auch ab. Weil ich oftmals, und das ist jetzt meine berufliche, private Erfahrung, auch hier, die ich in all den Jahren gemacht habe, festgestellt habe, dass es sich in solchen Fällen meistens um so eine Ego-Nummer handelt. Und ich konnte meine Emotion auch nicht so ganz abschalten, obwohl es Jahre her war, als sich die Ex nach Jahren bei mir mal gemeldet hat. Ich fand das einfach unverschämt. Ich fand so etwas unverschämt. Besonders wenn die schon verheiratet ist und die mittlerweile sogar ein Kind mit hat von dem. Nach all den Jahren nachts bei mir hier anzuklingen und mir was über alte Zeiten zu erzählen. Ich fand das einfach rotzfrech. Ich fand so etwas unverschämt. Weißt, besonders ihrem neuen Mann da hier gegenüber. Abgesehen mal davon, dass sie den damals mit mir auch noch beschissen hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Fakt ist auf jeden Fall das. Wirklich, bevor du diesen Schritt gehst, bevor du überhaupt in diese Richtung nachdenkst, frag dich mal wirklich, ob du das wirklich willst. Und frag dich vor allem, warum. Was ist der wahre Grund? Ich meine, das ist nicht ohne, was du hier verlangst. Weißt? Und vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, man nennt es Karma, nennt es Schicksal, nennt es höhere Gewalt, vielleicht auch mal eine ausgleichende Gerechtigkeit. Weißt du, was ich meine? Dir selbst gegenüber, dass du den anderen oder generell einen anderen Menschen in deinem Leben auch mal zu schätzen weißt. Und zwar richtig. Denn ich persönlich denke mir, um hier auch mal ans Ende zu kommen, da hängen euch hier noch ein paar Videos hier mit dran, ganz wichtig. Man muss nicht immer einen Menschen unbedingt verlieren, um dann erst seinen Wert zu bekommen. In diesem Sinne.